Jennifer. Was zum... Okay. Schauen wir nochmal ein bisschen um, bevor wir jetzt da weitermachen. Mehr ist hier nicht, okay? Gehen wir weiter. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was ist. Ich drücke X. Ich meine Viereck. Die Stadt. Stone Market. Möchten Sie dieses Viertel gehen? Ja. Der nächste Ladebalken. Gott, aber schneide ich die Ladebalken raus oder was? Weil kommen so viele. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass so eine Ladebalken hier sind. Ich bin das immer gewohnt, dass so Filmsequenzen kommen und während die Filmsequenzen die ganzen Spielszenen geladen werden. Aber dass es noch sowas gibt hier in einem Spiel. Wow. Ist schon was anderes. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Ey, der gerade gesagt hat, hier irgendwelche Karre inspizieren, das war, glaube ich, die Stimme von Kakashi aus Naruto, so der Synchronsprecher. Das kam gerade echt so vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Open World ist. Ich bin mir gerade echt ziemlich sicher. Ich meine, wir können jetzt hierher reisen, dieses Filter, dann können wir uns hier eigentlich so gut wie es geht umgucken. Wollen wir dann rüber ins Burg? Gleich. Wollen wir rüber ins Burg? Ja, gleich. Das ist ja gerade gewesen. Komm ich hier runter? Achso, okay, ich muss in Deckung gehen. So, wir haben eine Münze. Ach, dass hier überall Geld rumliegt. Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Ja, den Versuch will ich sehen. Oh, hier können wir rein. Halte. Und. Oh Gott, ich hämmer das wahrscheinlich ziemlich laut, die Tasten gerade. Alter, das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder was? Wieso? Warte, was machst du denn da? Du sollst doch nur dieses kleine Fenster öffnen. Jetzt machst du es, oder was? Ich habe kurz aufgehört zu drücken und dann wieder neu angefangen. Und dann ach Mann, ich sag dazu jetzt auch nichts mehr. Warte mal, ich guck mich jetzt mal hier oben, bevor ich runtergehe. Oh, da oben liegt doch was. Da oben liegt doch was. Da oben war doch gerade. Ah, ja, da oben ist was. Nimm mich mit. So, wieder runter. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich kein Licht ausmachen. Klick aus. Und es ist dunkel. Okay, die Sicht. Weil ich weiß nicht genau, was die. Warum war da so was Blaues gerade? Die Tür ist nicht auf. Okay, da komme ich nicht durch. Ich mache mal kurz. Ich glaube, die Sicht markiert Sachen, mit denen ich interagieren kann. Ja, das ist eindeutig so. Okay. Und, hier kann ich klauen. Yeah. Ja, Schall. Da oben ist aber noch was. Yeah. Noch mehr. Nehmen wir auch noch mit. Jupp. Noch nichts mehr. Schade. Da vielleicht noch was drin? Nein. Ja, die ganzen leeren Schubladen. Oh Mann, ich will klauen. Ich will wieder was Neues. Ah, da haben wir wieder was. Brieföffner. Oh Mann, wie viele Brieföffner wir jetzt schon gefunden haben. Das will ich gar nicht wissen. So, auch gefunden. Okay. Oh, Schloss knacken. Oh, das ist bestimmt wieder so richtig. Oh Mann, die Schule ist was Schweres. Da war gerade was. Scheiße. Und yeah. Und... Komm schon. Warte mal, wo ist denn das hier? Da. Yeah! Alter, das Spiel ist schon manchmal so ein bisschen arschig. Da. Und yeah. So, wollen wir das nächste? Da. Komm schon. Ja. Und, oh, komm, was Wertvolles. Oh yeah, das ist bestimmt wieder was Schönes. Jupp, das war wahrscheinlich wieder was. Oh, ich mach den Safe mal wieder zu, damit es nicht auffällt. Ich hätte die anderen auch mal alle zumachen sollen.
Jetzt denkt der Besitzer, ach, da ist noch was Schönes drin und schaut das Ding nicht mal mehr an. Die ist gerade, ich wollte gerade sagen, das ist auch noch Schublade. Warum kann ich die nicht aufmachen? Die will auch noch klauen. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Hier ist anscheinend nichts mehr. Jetzt können wir auch wieder rushen, weil hier kein Schwein drin ist. Ich will wieder raus. Wehe, ich muss wieder aufbrechen. Wehe, Alter. Jetzt ging es auf einmal so easy, ne? Jetzt auf einmal ging es auf einmal. Jetzt auf einmal ging es auf einmal. Mal, ja, genau. Runter. Bam. So. Ganz vorsichtig. Achso, und jetzt kann ich hier unten durch, oder was? Ich muss ja einmal raufdrücken. Möchten Sie die Taverne betreten? Taverne. Was? Der verkrüppelte Burrick. Taverne, der bekrüppelte Burrick. Was für ein schöner Name. Was für ein sehr, sehr schöner Name. So, ich nutze mal kurz die Ladezeit, um mich umzusetzen. Alter, mir tut der Arsch weh, weil der Stuhl so steinhart ist in der Zeit. Ich weiß auch nicht. Der ist einfach so, schon so platt gesessen, mein Stuhl. Der ist einfach steinhart nur noch. Alter, ich muss mir irgendwie mal eine Decke oder so rauflegen. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja. So. Ja, ja, ja. Klar. Ihr gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja, 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 ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Mohnmilch ist nicht billig. Was? Mohnmilch ist nicht billig? Basso. Hat häufige Nebenaufträge für dich. Häufige Nebenaufträge. Okay, dann kann ich noch nebenbei auch noch was machen. Noch mehr Money verdienen. Schau regelmäßig bei ihm vorbei und zu sehen, was es zu tun gibt. Okay. Ja, ich auch nicht. Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen. Eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Taffer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts. Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und wenn der losbricht, ha, dann zeigt sich, wer noch steht. Northcrest will Geduld von uns, aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Lasst uns nicht mit dir sterben.
Kommt zusammen, Freunde! Sperrstunde! Schwermut überall! Wir haben nur uns selbst, damit die Dinge besser werden! Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Das ist einfach... Wir haben nichts, damit die Dinge besser werden! Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Alter, das ist einfach so. Einfach so erstmal auf 180 und dann Baum runter. Liebesbedarf zu diebischen Preisen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Das klingt falsch. Nein, ich würde gerne... was könnte ich mir denn hier noch kaufen? Verringert die Zielzeit leicht. Ganz leicht, okay. Hilfsobjekte kaufen, ne? Glücksmünze. Kapitän des Fernlandes, was soll ich damit? Hilfsobjekte, was sind das für Hilfsobjekte? Ich würde echt schon sagen, Müsköcher. Bereit, auf Prall, kein Geräusch. Okay, der macht kein Geräusch. Das ist natürlich auch nicht auch was Schlechtes. Erhöht Maximalfokus, okay. Verringert den Preis von Ressourcen. Ressourcen kaufen. Ah, hier, einfach nur so eine Dinger hier. Die brauche ich doch gar nicht. Brauche ich doch alle gar nicht. Bestand 5. Hier einfach mal Feuerpfeil 10. Ich könnte hier Feuerpfeile kaufen. Feuerpfeile. Nehme ich mal mit, so 2 Stück. Dann kaufe ich mir davon auch nochmal so ein paar Stück. Dann nochmal Wasserpfeil. Habe ich noch 2? Das dürfte eigentlich reichen. Erstickungspfeil nehme ich auch nochmal einen mit. Dann nehme ich noch einen Seilpfeil. Seilpfeil. Okay, nehme ich auch nochmal mit. Stumpfer Pfeil. Zerbricht beim Aufprall und soll die Distanzumgebung. Ich nehme mal ein paar davon. Sagen wir mal 5 Stück. Die kosten ja nur einen. Der kostet ja nur 1. Leuchtbombe. Alter. Nehme ich mit. Mohn. Mir schafft. Ach ja, so. Okay, das stellt Fokus wieder her. Aber ich brauche keinen Fokus. So, was nehme ich denn jetzt noch? Kann ich noch einen Scheiß verkaufen? Nö. Okay, dann kaufe ich mir vielleicht noch hier irgendwas. Durch der Kapazität? Nee. Verringert erlittenen Schaden. Schlösserknackqualität, nee, das ist noch zu einfach. Ich würde echt schon sagen, das hier. Ja. Weiter. Also ich gehe davon aus, dass es besser ist. Oh, wir sind pleite. War mir ein Vergnügen. Wie er es gerade gesagt hat. Die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. Yeah. Erstmal. Ey, was geht, Leute? Oh, warte mal, ich habe noch was. Noch eine Nacht, noch ein Schwermütiger. Einer hat am Glockenturm Selbstgespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Burrick und ging nicht zurück. Wegen der Schwermut gibt's kaum noch Bärengruben und Hundekämpfe. Okay. Ich dachte, die sagen jetzt noch was. Ich finde das interessant, was sie alle zu sagen haben. Was ist das für eine Aussicht? Ist draußen der Himmel? Sieht einfach so bam weiß. Ich finde es mit diesen Abschnitten ein bisschen blöd, dass man immer von Abschnitt zu Abschnitt gehen muss und nicht einfach komplett freie Welt hat, so dass man überall hinrennen kann, wo man hin will. Weil ich glaube, so wie es jetzt ist, werde ich mich sehr oft verlaufen. Ich werde mich sehr oft verlaufen, einfach weil ich dann irgendwo hinkomme, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Lass das Feuer nicht ausgehen. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Okay. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Weil da kann ich hier was... Warte mal, das hier vielleicht? Nein, okay, ich kann ja auch nichts klauen. Was kann ich jetzt hier oben machen eigentlich? Ich kann hier hoch, aber hier oben nichts mehr machen, oder wie? Schlau. Ach man, ich wollte, dass er darauf springt. Schade. Seid ihr nicht so von der Steuerung her so wie Mirror's Edge, weil das war ja wirklich sehr geil von der Steuerung. Boah, jetzt auch nicht hier rumschleichen. Die sind ja keine Wachen. Ich kann ja einfach hier rumrennen. Dann brauche ich das hier nicht so in die Länge ziehen, in diese Ecke. So, ich bin da. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein.
Das Alter. Will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Moinsen! Alter, was? Die drücken sich selber die Augen ein? Oh, Alter! Was? Oh, nee! Das ist die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Alter, oh, das muss so dermaßen wehtun, oh, sich selber so die Augen einzudrücken, so langsam. Boah, ja, das ist so widerlich. Da ist doch was, da kann ich bestimmt was machen. Oh, ich drücke immer dieselbe Taste zum Laufen, weil Schraubenschlüssel benötigt. Da ist anscheinend was hinter. Oder ich kann einfach nur die Platte klauen. Na gut, was soll ich damit? So, ja, ich möchte zur alten Kapelle.